Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Hallo und herzlich willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und langsam müssen wir uns auch mal ein paar Gedanken machen über das Weihnachtsmenü. Am ersten Advent wird es Zeit. Ich habe mir ein Viergangmenü überlegt, dann könnt ihr es euch anschauen, vielleicht das eine oder andere auch nachmachen für euer Weihnachtsmenü. Anfangen tue ich mit einer Suppe. Das ist eine ganz pfiffige, raffinierte Suppe. Macht ganz wenig Arbeit und Suppen kann man ja auch immer ganz gut vorbereiten, also wenn ihr Gäste habt. Und zwar machen wir uns eine Möhrencremesuppe. Da habe ich mir jetzt schon Möhren geschält und geviertelt, also das kommt halt auch je nachdem drauf an, wie dick die Möhren sind. Dann braucht man, also die werden jetzt unterm Grill geröstet und da braucht man einen Honig, einen Grapefruitsaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Dann fange ich mal an mit Olivenöl. Und dazu habe ich mir schon gemacht, also aus Jufka-Teig, das ist türkischer Blätterteig, habe ich mir Stangen gemacht und schon gebacken. Die sind mit einer Mischung eingepinselt aus einem Eigelb und Sahne. Das habe ich drauf gepinselt und dann werden die mit Haselnüsse und mit Salz bestreut und dann kurz gedreht. Also die schauen nicht besonders schön aus, ihr könnt es mit Sicherheit besser. Also da tue ich den Grapefruitsaft drauf, dann brauche ich Salz und Pfeffer. Und dann brauche ich auch Honig, das ist jetzt ein ganz gewöhnlicher Honig, was ihr halt zu Hause habt. Den Backofen habe ich mir auch schon auf Grillstufe eingeheizt und dann werden die Möhren in circa 10 Minuten karamellisiert. Zwischendrin vielleicht mal umdrehen und schauen, dass die nicht anbrennen, also zu schwarz werden. Als Einlage in die Suppe kommt rein Grapefruitfleisch. Also das, ich habe mir jetzt so rosane Grapefruits gekauft. Die sind einfach nicht so bitter im Geschmack, die sind milder und recht fruchtig. Und dann, die müssen wir uns jetzt erstmal filetieren. Also man schneidet dann oben ab und unten ab. Und dann schneidet man mit einem, also ich habe ein flaches Messer, schneidet man das Ganze, die ganze weiße Haut ab, weil die ist nämlich bitter und die braucht man nicht. So, und dann muss man mit dem Messer zwischen den Trennhäuten die Filets rausschneiden, aber bitte Vorsicht, damit ihr euch nicht den Finger reinschneidet. Ich presse dann den Saft nochmal aus, den braucht man auch für die Suppe. Und die Filets, die tue ich mir klein würfeln und dann sehen wir uns wieder. So, meine Möhren habe ich jetzt in einen Topf reingetan und jetzt löse ich hier nur noch den Bratensaft. Also das ganz Schwarze nicht, das ist natürlich verbrannt. Ich habe hier heiße Gemüsebrühe. Dann kommt das zu meinen Möhren. Dann kommt meine Gemüsebrühe dazu. Und dann werden die Möhren weich gekocht. Und dann sehen wir uns wieder. So, meine Möhrencremesuppe, die habe ich jetzt püriert. Da müsst ihr halt schauen, dass die Möhren auch wirklich weich gekocht sind. Das dauert ungefähr 40 Minuten. Meine Grapefruit habe ich klein geschnitten und ich habe ein bisschen Dill untergemischt und dann kann man auch schon anrichten. Kommt von der Suppe was dazu. Dann passt auch hier sehr gut
ein Sichuan-Pfeffer, den habe ich mir im Mörser schon klein gestoßen. Da ist dann auch ein bisschen Schärfe drin. Dann, dass man das wieder entschärft, nimmt man einen Löffel Sahnejoghurt. Und dann setze ich noch einen Dillzweig drauf. Und das ist eine interessante, tolle Vorspeise, die man nicht immer bekommt. Vielleicht das Richtige als erster Gang für euer Weihnachtsmenü. Bis zum nächsten Mal. Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot.